Die WAPO Bodensee im Einsatz. Vorsicht, Schusswaffe! Hände über den Kopf! Wollen Sie jetzt als Mörder zurückkommen? Eine Mischung aus Krimi und Familiendrama. Gedreht wird auch an Land, zum Beispiel in Radolfzell. 57 Drehtage für 8 Folgen. Hauptkommissarin Nele Fehrenbach kommt zurück in ihre Heimat am Bodensee und hat als Chefin zu kämpfen. In der Polizeistation mit dem eifersüchtigen Kollegen und zu Hause mit 2 pubertierenden Kindern. Auf dem Handy ist der Feierabendalarm, weil die Familie wartet. Und der Fall ist aber gerade immer in so einer Phase, es geht nicht. Sie kann nicht nach Hause gehen, sie muss weiterschaffen. Als Wasserschutzpolizist auf dem Bodensee. Für die Schauspieler hieß das doppelt pauken. Nicht nur Text, sondern Vorfahrtsregeln und Gesetze für das Bodensee-Schifferpatent. Mal näher ran! Authentisch soll es sein, ohne Dubel und ohne Hilfe auf dem Polizeiboot. Wir dürfen ja dann auch einfach mal im Gegensatz zu manchen anderen Teilnehmern dann mal ein bisschen Gas geben, wenn irgendwie die Bahn frei ist und es angemeldet ist und mit Blaulicht. Und es ist einfach cool. Für die neue ARD-Vorabendserie wird bis Oktober am See gefilmt. In Konstanz, Friedrichshafen oder Überlingen. Für die Filmcrew heißt das, drehen, wo andere Urlaub machen. Ich habe nämlich die allerschönste Ferienwohnung, in der ich lebe, wo ich jeden Morgen den Sonnenaufgang über dem Bodensee sehe. Und das ist ja für die Seele, ist das ja wunderbar. Auch heute, als wir hier saßen, da vorne und dann kam hier eine Schwanfamilie an. 3 Kinder, Mama und Papa, mit denen kann man so reden zwischendurch. Das ist ganz toll. Das ist natürlich was völlig anderes, als wenn man in irgendeinem Studio ist und einfach nicht mal atmen kann zwischendurch. Das ist hier ganz besonders schön. Der Bodensee als Drehort. Bei schönem Wetter, mit erholsamen Pausen zwischen den Szenen. Er kann aber auch anders. Der Bodensee ist ein Biest. Ja? Man kann ihn nicht berechnen, der Bodensee macht, was er will. Und man muss sich an den Bodensee anpassen, der Bodensee wird sich nicht an uns anpassen. Nicht nur das Wetter am Bodensee ist speziell. 3 Länder teilen sich das Wasser. In der Serie ermittelt Hauptkommissarin Nele Fehrenbach auch über die Grenzen hinweg mit einem attraktiven Schweizer Kollegen. Schließlich soll Anfang 2017 im Ersten auch die Romantik nicht zu kurz kommen.